Der Tag ist aber ein schwieriger Tag. Es wird mir wirklich schwer. Frauen sterben. Sterben, weil Männer ihre Kraft, anstatt für den Schuss anzusetzen, setzen sie für den Gewalt. Und die ganze Welt schreit, stopp den Gewalt gegen Frauen. Und trotzdem ist die Anzahl der Frauen, die täglich sterben, Mädchen, immer groß. Auch transsexuelle Frauen werden attackiert und geschlagen, ermordet. Der 25. November ist der internationale Tag Gewalt gegen Frauen. Die Integrationsrat Münster, die Frauen und Freundinnen des Integrationsrats haben aufgrund diesen Tag eine Fotoaktion organisiert, weil wir das einfach nicht zusehen wollen und zulassen wollen, dass Gewalt weiterhin in unseren Alltag begleitet. Gewalt an Frauen, Gewalt an Mädchen. In Münster gibt es keinen Platz für Gewalt an Frauen und an unseren Mädchen. Frau Arabasch hat diese Aktion ins Leben gerufen, damit wir unter anderem den Namen von Opfern mit roten Schuhen, die Farbe Rot symbolisiert dem Blut, erinnern können, die Gewalt an Femizid oder an häuslicher Gewalt gestorben sind oder mit dem heutigen Tag damit leben können. Direkt im Anschluss daran lädt der Integrationsrat der Stadt Münster in seine Geschäftsstelle im Stadthaus 2 zur Eröffnung der Ausstellung Der kulturelle Code von der ukrainischen Künstlerin Oleksandra Olijinyk ein. Die Veranstaltung startet um 17.30 Uhr. Alle gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, die iranischen Frauen, die jeden Tag demonstrieren, die afghanischen Frauen, die jesidischen Frauen, die heute noch versklavt werden. An alle denken wir an unsere tägliche Arbeit und wir sind für die Community, die hier in Münster leben, für die alle.